Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor einigen Wochen überschrieb die Taz einen Artikel zum Sexualstrafrecht mit der Frage: Wie viel wert ist ein Nein? Wenn wir heute den neu gefassten § 177 Strafgesetzbuch beschließen, können wir diese Frage eindeutig beantworten. Denn dem Nein wird endlich strafrechtliche Bedeutung beigemessen. Ein für den Täter erkennbares Nein des Opfers verbal oder konkludent zum Ausdruck gebracht, reicht nun aus, um einen Vergewaltiger zu bestrafen. Ein Nein ist ein Nein ohne Wenn und Aber. Das, meine Damen und Herren, ist ein Meilenstein, vor allen Dingen für Frauen im Kampf gegen sexualisierte Gewalt und für die sexuelle Selbstbestimmung. Denn das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung muss nun nicht mehr aktiv verteidigt werden. Jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung ist strafbar. Und damit wird mit § 177 eine gravierende Schutzlücke für die Betroffenen geschlossen. Dafür haben wir Grünen uns lange eingesetzt und bekämpft. Und damit wird das Sexualstrafrecht endlich von dem Geist vieler Jahrzehnte gelöst, in dem die Rechte von Frauen als nachrangig galten. Ich freue mich, dass Sie, Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, sich endlich dazu durchgerungen haben, diesen längst überfälligen Schritt zu gehen. Genau dies hat meine Fraktion bereits vor einem Jahr mit einem Gesetzentwurf vorgeschlagen, und dies wird auch von den Linken gefordert. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, von der Bundesregierung ganz klar, es war ein Armutszeugnis, dass das Justizministerium lange überhaupt gar keinen Handlungsbedarf sah und dass das Bundeskanzleramt selbst den unzureichenden Gesetzentwurf von Minister Maas ein halbes Jahr lang blockierte. Das war peinlich. Da haben Sie sich, weiß Gott, nicht mit Ruhm bekleckert. Und, meine Damen und Herren, es ist letztendlich zu einem großen Teil der konzertierten Aktion und dem Druck der Frauenverbände und den Gesetzentwürfen von Grünen und Linken zu verdanken, dass die Koalition nun mit ihrem Änderungsantrag den Gesetzentwurf aus dem Hause Maas im Sinne der Nein-heißt-Nein-Lösung endlich verändert hat. Und in der letzten Debatte, die wir hier hatten, Sie werden sich alle daran erinnern, gab es eine große Einigkeit der Frauen. Eine fraktionsübergreifende Initiative für eine Nein-heißt-Nein-Lösung wäre nicht ganz abwegig gewesen. Angesichts der Bedeutung der Umsetzung der Istanbul-Konvention wäre das sicherlich ein bemerkenswertes Signal gewesen. Aber ich sage ganz klar, auch angesichts der heutigen Debatte, über diesen Schatten sind Sie leider nicht gesprungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben der Reform des § 177 ist mir wichtig zu sagen, dass wir jetzt eine Regelung zur Strafbarkeit von sexueller Belästigung haben werden. Das heißt, das sogenannte Angrapschen kein Kavaliersdelikt ist und keine Petitesse, die vor Gerichten bislang kaum zufriedenstellend geahndet werden konnte. Und jetzt müssen Frauen diese Übergriffe nicht mehr hinnehmen. Und das war überfällig, dem stimmen wir Grünen ausdrücklich zu. Was wir jedoch klar ablehnen, ist die Strafbarkeit aus Gruppen heraus. Das ist, und ich sage es noch mal ganz deutlich, Frau Wittmann-Mautz, reine Symbolgesetzgebung. Und das ist nach Köln die Handschrift der Union. Sie setzen so das Schuldprinzip in verfassungswidriger Weise ohne Not außer Kraft. Obwohl Sie wissen, dass beim Zusammenwirken mehrerer Personen ohnehin die Regelung der Mittäterschaft und Teilnahme gelten. Wie Sie von der SPD da mitgehen konnten, das ist mir wirklich völlig unverständlich. Abgesehen von dem bitteren Beigeschmack, den das Gesetz durch die Verschärfung, durch die Ausweisungsregelung bekommt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das Strafrecht allein kann das Problem der sexualisierten Gewalt nicht lösen. Es braucht vielmehr bestmöglichen Opferschutz. Qualifizierte Notfallvorsorgung inklusive anonymer Spurensicherung und der Pille danach. Es braucht gut ausgestattete Beratungsstellen, da müssen wir, glaube ich, noch mal ran, und eine geschulte Staatsanwaltschaft und Polizei. Sexismus und sexualisierte Gewalt muss immer und überall geächtet werden. Ein Strafrecht, das den Grundsatz Nein heißt Nein beinhaltet, trägt dazu bei, dass die sexuelle Selbstbestimmung in der Gesellschaft einen neuen Stellenwert erfährt. Es ist gut für jede Frau in diesem Land, dass wir diese Tür endlich heute aufstoßen und dass wir mit diesem Gesetz diesen historischen Schritt endlich tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Ulle Schaus. Nächste Rednerin, Elke Ferner für die SPD.